Willkommen zurück zu One Piece Unlimited Cruise Run. Der Schatz in den Wellen. Ich habe vorhin mit Sanji hier mal kurz das pure Eisenherz herausgeholt. Machen direkt weiter. Im letzten Part sind wir auf unsere erste Prüfung auf der zweiten Insel getroffen. Auf der Schluchtinsel. Und zwar sind wir auf Don Creek und Captain Black oder auch Kuro genannt. Und gehen wir jetzt weit in das ungeforschte Gebiet, wo Marinesoldaten auftauchen. Heißt das, wir kriegen als nächstes einen Marinegegner? Denn wir haben ja auf der ersten Insel gelernt, da kam ja die Gotteskrieger. So, da kommen wir noch nicht durch. Dafür brauchen wir ein bisschen Sauger. Dann müssen wir, glaube ich, hier mal lang. Und Sanji ist so gut wie tot. Da muss ich mal ein bisschen besser aufpassen. So. Oh. Wir müssen noch ein abgesperrtes Gebiet. Die Marine! Wir sind jetzt so weit gekommen und das ist alles, was ihnen einfällt. So, bevor ich überhaupt weitermache, mal gucken, was Sanji überhaupt neu erlernen muss. Party Table Kick Menü. Kick Menü auf 3 und 4. Auf 5. Okay. Und Grubenschuss auf 5. Gut zu wissen. Naja, das war's mit Sanji. Nehmen wir jetzt mal lieber Robin. So. Damit soll es eigentlich ganz gut gehen, denn hier sind viele Gegner, bei denen wir das einsetzen können. Dann ist ja gut. Oh, das war schon? Natürlich nicht. So. Ah, hier ist noch einer. Machen wir mal so schnell fertig. Und das war's? Wow. Sanji hatte, glaube ich, viel mehr Leben als Robin. Und Robin macht das einmal ruckzuck. So, hier müsste, glaube ich, genau, Marmor sein. Marmorstein und Eisenschmied. Nein. So, was ist hier los? Hier muss irgendwas hingebaut werden. Robin, der Spitzhacke erstmal. So, hier ist der Weg zu Ende. Zum Springen ist es auch zu weit. Ruffy kann einfach rüberspringen. Na super, was machen wir jetzt? Ist doch kein Problem. Kein Problem. Du. Hey, Moment mal. Heißt das, du kannst was dran ändern? Sicher, überlass das nur mehr. Ich baue euch eine Brücke. Aber ich brauche dafür ein paar Materialien. Ihr müsst sie zusammen besorgen. So, um weiterzukommen. Kann man irgendwie. Man kann auch irgendwie eine Ego-Ansicht. Genau. Seht ihr das? Das sehe ich jetzt wirklich zum ersten Mal. Ist da oben die Pflanze drauf? Tatsächlich, da ist die Pflanze drauf. Dann wissen wir ja schon mal, wo die Pflanze ist. So, was braucht er denn? Marmor haben wir zwei. Rot und Gelb braucht er was? Rot können wir gleich direkt zwei füllen. Marmor brauchen wir. Können wir irgendwas benutzen, um das andere Ding zu füllen? Na, ich hab nichts. Ja. Nee, dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück zum Schiff, dass wir uns auch erholen können. Auf jeden Fall, denn wir sind immer noch angeschlagen vom letzten Kampf. Na, ich habe immer noch Ruffy und Frankie. So, hier ist Holz, das können wir uns ja auf jeden Fall auch nochmal mitnehmen. Und dann gehen wir mal wieder zurück zu 1000 Sunny. Apropos, wollen wir das Ding benutzen? Ich kann es euch ja mal zeigen dann, wie die Kubagata funktioniert. Hier natürlich was anderes. Robin eiskalt sitzt drin. Oh, was ist los? Vom Flitz weg. Ja, ich kann mal versuchen, von jedem der Charakter mal das zu zeigen. Bevor ich gehe, will ich nochmal zu den Zombies hier, nämlich.
Um nochmal ein bisschen zu trainieren. Ja. So, das war schon mit dem Training. So, wo ist denn das Schiff? Da hinten sah man es gerade kurz im... Oh, mein Nacken im Hintergrund. Ja, die Kielerwoche ist immer noch. Ja, ich bin ein Kieler. Oh nein, ich bin kein Berliner. Oh, oh, oh. Keine Ahnung, wie es auf den Mist kam. So, wir müssen eine Brücke bauen. Ah, ich habe noch eine gelbe Kugel. Das ist sehr schön. Aber eine Kugel füllt zwei. Die dafür zu verschwenden, ich weiß nicht. Habe ich nicht irgendwas anderes außer das goldene Ei? Ich meine, das goldene Ei brauchen wir nochmal. Ach, wisst ihr was? Scheißegal. Lass ihn das Ding da mal fressen. Und dann lagern wir mal. Halt. Marmor braucht er. So. Muss nämlich kurz nachdenken. Irgendwas. Oh. Denn irgendwas brauchte er ja. So, ist mal hier alles hier wegpacken. So. Den Marmor nicht. Dann erstmal alles so viel in Lager packen. Okay, Pilze kann man nur bis 20 lagern. Was ich bis 40? Komme ich denn jetzt auf 40? Ich dachte irgendwie auf 40. Naja, wie ich auf die Idee kam, weiß ich auch nicht. So, Kuvagat, das habe ich glaube ich nämlich nicht mehr. Irgendwas Neues kochen kann ich nicht. Nö, will ich auch nicht. Achso, ich hab nur eine Kuvagata? Warum habe ich nur eine Kuvagata? Naja, egal. Soweit haben wir alles hier auf dem Schiff geregelt. Dann gehen wir wieder auf die Schluchteninsel. Oder gefüttert ist er. Und, die Items, die ich brauche, die habe ich auch. Also, die Klippenruinen. So, huch, einer überlebt. Sowas geht ja mal gar nicht. Einfach umkippen. Kann Robin schon eine Spezialattacke eigentlich lernen? Das würde ich mal... Ach, sind schon auf Level 5? Perfekt. Ich glaube, später auch sehr schwer kann man bis Level 10 ist, glaube ich, das Maximum. Ja, guck mal, die eine Spezial können wir nicht. Die müssen wir auf Level 7. Das können wir also erst... Werden wir, glaube ich, nie sehen dann. So, hier. Die eine Attacke habe ich gelernt. Dann muss ich jetzt das machen. Ach, da Blumendorn und Sprinten. Gut. Mal gucken, was ich zuerst machen werde. Sprinten oder das andere? Ja, so geht das. Doch, die kann man auch schnell drin. Wann ist da hier der Weg? Ah, genau. Hier ist nämlich jetzt schon der Weg offen anscheinbar. Ja. Warum man nicht angreift, verstehe ich nicht. Wo sind wir jetzt genau? Hier sind wir. So, immer trainieren. Das ist sehr, sehr gut. So. Ah, gut. Das ist... Die Attacke ist schon Level 4. Level 3. Wo kommt der denn her? Level 3. Das ist sehr gut. Auf was musste sie? 4 war das, glaube ich, oder? Ja, 4 und das andere auch auf Level 4. Gut. Denn das andere zu trainieren ist ein bisschen schwieriger. So, ach, den da hinten treffe ich auch schon. Ist ja geil. Irgendein Item? Nein. So, jetzt müssten, glaube ich, diese Wiesel wiederkommen. Genau. Und da hinten ist nämlich auch schon der Weg offen. Huch, jetzt bin ich auch noch hier runtergefallen. Jetzt bin ich auch noch runtergefallen, das war aus Versehen. Aber hier können wir kurz was holen. Und zwar den guten alten Lehm. Gut, die sind schon besiegt. Huschen. Weil ich glaube, den Lehm bräuchten wir auch noch später. Wir brauchen alles so gut wie alles. Öfters. Ein bisschen Gift nehme ich auf jeden Fall mit, immer.
Irgendwo ist ein Gegner aufgetaucht. So. Wir können auch Gegner mit der Spitzhacke treffen. Ach, hier ist der Zombie da. Guck mal, der Zombie ist da unten geil. So, was holen wir uns aber nicht. Wir wollen nämlich jetzt mal da hinten weitermachen über die Brücke, die wir erstmal noch bauen müssen und dann weiter schauen müssen. So, wo bin ich auch runtergekommen? Das war hier, glaube ich. Mal kurz das Gift wegmachen. Ja, ich denke, immer auf A kann man springen. Aber hier ist es ja auf B. Danke, den Sau, bevor wir uns noch hier sterben durch das Gift. Am Anfang muss ich auch gar nicht, wie man da durchkommen sollte, ne? Das wird auch einer nicht erklärt. Huch, was war das denn für ein Grafikfehler hier? Das war sicher auch zum ersten Mal. Naja. Für alles ist irgendwann mal das erste Mal. Wie mir diese Zombies aus der Erde rausspringen müssen. So, stirbt. So, wie viel braucht ihr jetzt? Ich hätte mir etwas drauf, ob sie immer so eine Karte droppen. 10 haben wir noch. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Gerade mal auf die Uhr kurz geguckt. Wow. Fahren wir nicht runter. So, hier sind zwei Gegner, Marinesoldaten. So. Lässt natürlich keine Karte übrig. Marinesoldaten haben wir so noch nichts. Bin ich mir sogar sehr sicher. So. Die Attacke wäre gelevelt. Jetzt muss ich gucken, wie ich die Attacke level auf 4. Oder sich ein Item. Huch. Bombe. Ah ja, genau, das Schießpulver. Dazu werden wir aber noch später kommen. Ja. Diese Verteidigung durchbrechen. So, Marmorstein. Das kann man gebrauchen. Da hinten ist ein Baum. Den hat man gestochen. So. Frankie, dann bau mal hier uns eine schöne Brücke. Zack, zack, bam, bam. Ha! Und da ist die schöne. Naja, kommt ihr mal. Die wunderschöne Brücke von der Trullerbark damals. Ja, ist das gleiche. Das Design ist aber gut. Nein, das war dumm, es waren so viele Gegner. Wow, immerhin eingetroffen. So, ja, hey, den habe ich doch getroffen, oder nicht? Das ist ja auch... Meine Güte, stirbt doch einfach. So, gut. Oh, schon Level 2? Naja. Ist immerhin erst Level 2. So, hier ist ein Weg und da oben ist ein Weg. Gehen wir mal am besten hier entlang. Ja, genau, hier war es mit der Sonne. Wenn man in die Sonne guckt, so. Eigentlich nett gemacht, aber ich mag das irgendwie nicht. Ich mach hier... Oh. Angewohnheit, da hinten ist ein Käfer. Auf den kacke ich jetzt mal. So. Ach, der ist noch da, süß. Ja, lustig. Bin ich zu nah oder zu weit weg? Naja, den hier zu fangen war eigentlich eine spontane Sache. Macht damit nicht dieses Kleb, der klebrige Saft.
Wird uns nochmal sehr nützlich sein, auf jeden Fall. Ich werde es, glaube ich, nie lernen. Wir gehen mal jetzt hier lang. Oh, diese ganzen Wege hier. Kompliziert. Ist so lange her. Wo sind wir? Warte mal kurz, kann man es sehen? Da oben müsste die Pflanze sein. Das heißt, wir sind ganz nah dran. Nein. Danke. Hey. Alter, das ist auch so möglich, ne? So nah eine Bazooka abzufeuern und nicht selbst getroffen zu werden. So, die schieße ich einfach alle hier runter. Ey. So. Das ist allgemein das reinste Ehrgarten. Ach, da ist der Stein. Da ist ja schon der Stein. Schießpulver, 30 Stück. Okay. Das werde ich offscreen machen, dafür muss man Marinesoldaten töten die ganze Zeit. Und das wäre ein bisschen... Wartet, vielleicht auch nicht. Entwicklungen, Schießpulver. Nee, das machen wir noch bei Medikamenten, oder? Vielleicht meist noch nicht offscreen, vielleicht finden wir das noch in diesem Part. Da ist es. Die Dinger bräuchten wir mal. Wie komme ich denn am besten hin? Müsste doch irgendwo einen Weg geben. Wo bin ich denn? Ach, hä? Ach so. So komme ich aber mein Ziel immer ein Stück näher. So, ja, ich muss das noch schnell auf Level 4 bringen. Dass wir die erste Spezialattacke haben. So, Level 3. Sehr schön. Dann fehlt eigentlich nicht mehr viel. So, wo ist denn dieses Zeug? Da hinten ist es. Nein, ich habe auch Sprint gemacht. So. Huch. Ich muss eigentlich voll getroffen haben. Eigentlich müsste ich ihn auch getroffen haben. So. Und zack. Huch, der lebt ja immer noch. So, die haben Boom gemacht. Und da hat er Schießpulver, genau. Brauchen wir 3 Stück. Dann sollten wir jetzt eigentlich haben. Dann brauche ich es doch nicht offscreen machen. Dachte ich schon. Ha, dachtet ihr wohl, ne? So, ich gehe mal einfach kurz weiter, erkunde so ein bisschen. Da war nämlich die... das eine. Oh. Na, soll ich vielleicht doch nicht machen. Aber so geht das. Man muss nur weit genug entfernt sein, so kriegen wir auch ein bisschen Leben wieder. Kriegt man ja ab und zu... Oh, direkt perfekt beim ersten Versuch. Aua. Ab und zu findet man Leben. So, drehen wir direkt weiter. Da ist eine Schutztruhe. Mal gucken, was da drin ist. Gegengiftpulver. Ja. Das habe ich jetzt überhaupt nicht hergesehen. Wo ist die denn? Einer ist mir leider entkommen. So. Und jetzt einfach hier Stück für Stück. Ja. Oma. Wo ist noch den Freak hier besiegen? So, es sollte, glaube ich, lang. Nein, der lebt immer noch. Erstmal dieses blöde Ding hier aufbrechen. So, zack, 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 hier. Wenn man es kann, dann kann man es. Ja, so, da hinten. Können wir eine Kuwagata benutzen? Die Frage. Nö, hier vorne ist auch eine Kuwagata, das weiß ich.
Das weiß ich ja, die habe ich ja auch letztes Mal benutzt. Nee, vorhin war es ja. Das war vorhin. Und dann sind wir ja schon wieder im nächsten Part, beim nächsten Boss. Es geht ja schneller, als ich damals gebraucht habe. Und wir haben doch nicht... vierfach Blumen her. Ich habe doch jetzt alles, oder nicht? Warum kriege ich so eine Attacke? Ist zwar auch gutes. Hä? Ach so. Muss ich die Attacke noch irgendwie leveln? Nö, das ist gut. Was ist das? Nö, brauche ich nicht. Das ist sehr schön. Schilderattacke und 6er Blumenzweig. Gut. Der kann man wieder so leveln. So, sehr schön. Oh, hier liegt ja viel. So. Sterbe. Spuckst du noch ein Item raus? Nö, spuckt er nicht, dieser Vollpfosten. Aber ich habe Robin so weit trainiert, wie ich eigentlich wollte. Sie ist sehr schön. Rote Flu. Rote Flu. So. Nein, wir fliegen nochmal mit der Kubagata. Hätte ich mal jemand anders nehmen sollen. Naja, ist jetzt egal. Aua, jetzt bin ich mit der Wiimote gegen meinen Kopf gekommen. Also gegen den Kopf, habe ich gesagt. So, natürlich, wenn wir schon hier unten sind, können wir nochmal zu den Zombies hier. So. Jetzt wäre nochmal die Attacke hinterher. Für zwei Geheimnispilz. So, dann gehen wir mal wieder zurück auf die... Oh, mein Gott, strecken tut das gut. Ich würde sagen, ich mache ja gleich eine Setting-Pause. Das kann ich gut gebrauchen. Und eine Runde Psy gucken. Genau, ihr habt richtig gehört. Ich gucke sowas. Was wir aber nochmal machen können... Wo ist das denn? Ach, da unten ist es. Da Schießpulver erstellen wir nochmal in diesem Part. Das kann man noch machen, alles. Oh ja, neues Item. Dann sollten wir eigentlich alles haben. Aber ich bin so schlau, erstellen. Wie viel möchtest du herstellen? Erstellen nochmal Schießpulver. Weil dann können wir uns damit unsere Angriffe stärker machen. So, kochen irgendwas Neues, ja immer noch das gleiche Ding. Komm, kochen wir jetzt mal dreimal. Ja, Leben. Ruffy kriegt es. Ein Zoro kann was davon haben. Da gebe ich es noch Sanji. Das sind eigentlich, das sind echt die besten. So, Kochkunst hat sich natürlich auch verbessert. So, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.